Ich habe doch den OG-Schlüssel. Verwende DNS-Probe mit Tür. Einfach mal draufwerfen. Eben. Also, hallo. Ihr dürft hier nicht einfach reinkommen. Wo ist er? Ich bin noch nicht fertig abgezogen. War kein Elektrokram. Schön. Ist ja auch kein Elektro. Ist ja auch kein Forscher. Ja. Was? Boah, du hast einfach was draus. Das ist voll praktisch. Ist das das? Ist das? Ja, auf Kaniwan H, ne? Kaniwan ja eigentlich, aber. Da steht Kaniwan H. Ich hab's auch immer Kaniwana ausgesprochen. Eigentlich hat das jeder Kaniwana ausgesprochen, glaube ich. So, den Fisch beißen, bevor er mich beißt. Nein. Echt nicht. Das ist eine schlechte Idee, weil Kaniwana hat Rauhaut. Okay. Also Hunduster. Ja, ja. Sieht auch immer jeder Hunduster aus, aber naja. Mit Donnerblitz. Auf Kaniwana, ja. Hunduster! Hunduster ist einfach besser. Hunduster klingt einfach besser. Mhm. Hundmülleimer. Ja. Ein Hunduster. Ja, eben. Nanas, okay. Der neue Treasure. Hatten wir mal in Musik gemacht. Was? Ja, wir hatten sollten so einen Radio-Werbespot erfinden für ein selbsterdachtes Produkt. Also haben wir ein unglaublich tolles Auto erfunden, was einfach alles Mögliche hatte, mit eingebautem Kühlschrank und was nicht allem. Und haben es einfach Crasher genannt. Okay. Dann das Beißen? Ja, ist bestimmt lecker. Obwohl war. Ja, doch, trotzdem macht mehr Sinn, ja. Okay. Und Duster. Oh, ich glaub weiß nicht, das passt schon irgendwie. Dann ist mal Lust da von mir aus. Das hättest du vorher machen können. Jetzt hätte es mir Sinn gemacht, erstmal den einen zu töten. Tja. Man kann es ja auch nicht recht machen. Ja, könnte man. Ist doch jetzt egal, wer jetzt weg ist. Einer ist weg. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, da kommt noch einer. Ich habe das Gefühl, das ist ein. Ja. Ja. Boah, bin ich gut. Ja. Ja, ich habe das Gefühl auch. Sonst hätte ich nämlich jetzt so schön geraten, einfach mit Donnerblitz da reinzuhauen, aber. Nein, es wächst. Obwohl, von. Ich überlege gerade, ist Finta eigentlich stärker als Biss? Egal, macht keinen Unterschied. Reine Planers. Jo. So, Donnerblitz oder was nehme ich da? Wenn überhaupt, würde ich erst Donnerschock oder Donnerwelle nehmen. Erstens, weil Donnerschock einfach schwächer ist, zweitens, weil Kramorx einfach ein Flug-Pokémon ist und der Donnerblitz wahrscheinlich One-Hit verrecken würde. Ich hoffe, dass Donnerschock schwach genug ist. Oder einfach nur Donnerwelle, um keinen Schaden zu machen und erst zu paralysieren. Passt doch alles. Ja. Paralysieren kannst du ja in der nächsten Runde. Mhm. Nee, kannst du nicht. Okay. Kann ich doch. Warum? Ja, weil es paralysiert ist. Wie hast du denn das geschafft? Statik. Achso, ja. Ja, ich kann auch nicht komplett auf den Bildschirm schauen, überall, also.
weil ich mich langsam an Konzentration verliere, wenn ich die ganze Zeit auf diesen Bildschirm starre und kommentiere. Ich tue ja nichts, ich tue rein gar nichts hier. So, ich glaube, da könnte ich schon reingehen ins Einfangen und so weiter. Das kann dir keiner verbieten. Weil ich glaube, ein Biss kriege ich das weg und alles mögliche, also. Ein jedes Trugschlag. War das Trugschlag? Ja, ich glaube schon. Wenn du jetzt Trugschlag hättest. Das wäre so toll. Hm? Weißt du aber, was das genau macht? So und so viel Schaden, allerdings nicht weniger als 1 HP. Jo. Mit dem normalen Pokéball, bei dem Leben noch. Mhm. Du hast eine blühende Fantasie. Hab ich wohl. Was blüht denn da? Die Lilien und Begonien. Ach so. Ich dachte jetzt eher an Hanf, aber... Higebana blüht da auch. Naja, Liebstöckel. Ne, das nicht. Warum? Magiekraut ist super. Ja, aber das ist so normal. Bei Höhen wieder, glaube ich, gut, oder? Oder nicht? Oder? Das macht keinen Schaden. Ja, finde, das ist alles so stark irgendwie. Du kannst einfach nichts tun und warten, bis er eventuell nochmal Kryptoschlag einsetzt. Hatte ich hier irgendwas Vernünftiges? Sind das 30 HP, die er noch hat? Du musst wissen, dass Superschall nicht Ultraschall ist. Gut, Schall ist Schall. Nö. Finde ich schon. Mit einem Superschall kannst du leider nicht feststellen, ob Capoeira jetzt Vierlinge hat. Ich könnte jetzt auch weiterhin versuchen, Pokébälle zu werfen, aber okay. Kann ich auch, ja. Hat das gerade aufgeladen? Nö. Schmeißen zu, aber das reicht auch nicht. Aha. Was? Illusiv, illusiv. Ja. So, ich glaube, wenn's fliegt, kann ich's ja, glaube ich, nicht einfangen, oder? Wie? Fliegt es denn wirklich? Es flog hoch und vor. Einfangen kannst du es trotzdem. Kannst auch Pokémon fangen, die gerade Schaufler einsetzen, also. Okay, kurz zu lesen. Boah, komm halt mit. Wow. Du hast nicht wirklich erwartet, dass Kramox einfach glücklich damit ist. Eigentlich schon. Dann halt mehr Schaden reindrücken. Jetzt umkommt oder nicht. Ich glaube, Biss müsste. Oder ne, Geheimpower ist eher, ne? Geheimpower hat den Step nicht drauf, aber Biss ist dafür auch unlicht und macht, soweit ich weiß, weniger Schaden.
Keine Ahnung, da kann ich jetzt echt nichts zu sagen. Ich kann einfach auch so. Hoffen wir mal. Okay, auch gut. Als genuss ich nicht den Ring noch um zu ärgern. Er fiel in einiges ganz schön zur Sache. So stark zur Sache, dass es jetzt einfach weg ist. So. Ich glaube, wir machen hier Schluss, weil die Pokémon sind, glaube ich, ziemlich am Ende. Nämlich. Ja. Das war jetzt ziemlich anstrengend, sie fertig zu machen, bis sie nicht mehr da war. Ja. Bis zum nächsten Mal also. Yeah.